So, jedenfalls wir haben das Zaumzeug. Wo ist denn der Olle Klepper? <laughs> so, wo ist denn der Olle Klepper, der immer vor Rosella flieht? Da muss er ja hier auch irgendwo. Ha? Hier ist er nicht. Den finden wir schon noch. Ist er hier? Ist er nicht? Ist er hier? Ist er nicht? Ist er hier? Ist er nicht? Ist er hier? jetzt an irgendeiner besonderen Stelle. Letztes Mal war er noch hier, ne? Ich erinnere mich. Also ich glaube, glaube, der war hier. Ich weiß nicht genau. Das nächste Mal wartet der immer bei den Zwergen. Und natürlich wird es dann auch so sein, dass uns Lolotte natürlich keine Ruhe lässt. Also selbst wenn wir der jetzt das Einhorn bringen, du glaubst doch nicht wirklich, dass die uns in Ruhe lässt. Die sieht einfach, oh, der hat mehr Potenzial. Gut, das nutze ich gleich nochmal viel mehr aus. Okay. Hier oben hin. Ah, shoot Unicorn with Bow. Yeah, nice. Tchew. Bullseye. Okay. Der alte Klepper hat uns jetzt ganz lieb mit seinem rosa Auge, das ein bisschen krank aussieht. So ein halbes Zombie-Auge. Aber gut, ist ein Einhorn. Ah, ist das schön. Komm, wir streicheln es auch nochmal. Patty Unicorn. So, hier wunderbar. Mm, talk to Unicorn. So, you speak gently to the splendid unicorn. It whinnies softly in response. Was heißt ein Winnie? It whinnies? It whines, würde ich verstehen. So, mm, aber Winnies kenne ich nicht. Okay, pass auf. Ich speichere mal gerade. Ähm, Einhorn fangen. Können wir wieder überspeichern. Ähm, wie hieß es nochmal? Bridle. Use Brittle on Unicorn. What do you want to do with a golden brittle? Ja, Put Brittle on Unicorn. Ich kenne noch die Fachbegriffe nicht. So, wenn er close enough. Also hier vorne. Zaumzeug ja vorne ist ja kein Sattel. So. Ah, das wunderschöne Einhorn wehrt sich gar nicht. Deswegen pflanzt du das, ähm, das Goldstück in seinen Mund und äh, das Zaumzeug und bla über seinen majestätischen Kopf. Das Einhorn schaut dich mit Neugier an. So. Können wir denn jetzt? Ich, ich speichere lieber nochmal. So, Ride Unicorn. Oh oh. Was habe ich getan? Oh. Mm, geschickt. Geschickt sattelst du das wunderschöne Einhorn, nimmst natürlich das Soundzeug in die Hand und reitest in Richtung Alter. Was für ein Vertrauensbruch gegenüber dieser majestätischen, reinen Kreatur. Was für ein Vertrauensbruch. Erst hat sie sein Herz gewonnen. Und dann gebrochen. Oh, das arme Einhorn weiß gar nicht, was es erwartet. Rosella, wie kannst du nur? Wie kannst du nur schäm dich, Mädchen? Eieiei. Das legendäre Einhorn. Es ist übrigens das letzte Einhorn und es ist verraten und verkauft. Das wäre so, als würde man das Einhorn, naja, betrügen und dann dem roten Bullen ausliefern. Das macht man einfach nicht. Schmendrig wäre sehr erbost. Gut. Da reiten wir also zur Burg. So ein majestätisches Tier. Rosella, Rosella, was ist nun mit dir? So, das Einhorn, hat, das Einhorn ist paralysiert vor Angst. Und das tut Rosella ihm an. Das Einhorn ist paralysiert vor Angst. Habt ihr das gehört? Vor Angst. Hey, da ist die Kriehe. So, sagt Lolotte. Ich höre, du warst ein braves Mädchen und hast mir das Einhorn gebracht. Ich bin fast überzeugt, dass du unschuldig bist. Aber. Ich kann's. Oh oh, das hört sich nicht gut an, denkst du dir? Das hätte ich dir auch vorher sagen können, Rosella. Du Dummerchen. Lolotte fährt fort. Ich will das Huhn, das goldene Eier legt. Momentan wird das Huhn von dem Oger und seiner Frau beherbergt. <laughs> Bring mir das Huhn, und du sollst eine Freiheit haben und einen großen Preis. Bring sie fort! schreit Lolotte ihre Handlange an. Oh Gott sei Dank ist die Musik weg, die ist mal so furchtbar laut. Ähm, tja, das Einhorn, das arme, arme Einhorn, es hat gezittert wie Espenlaub und Rosella hat es hinterhältig einfach ausgeliefert. Na klar, um ihren Vater und die Fee zu retten, aber trotzdem, was tut man doch der einzig reinen Kreatur, der reinsten Kreatur vor dem Herrn oder wie auch immer, was äh, mal auf. Und jetzt hier irgendwie, was soll mal, die goldene Henne. Goldene Henne. Äh. Wabenne, Wabenne, die goldene Henne. Goldene Helle, goldene Henne, Renne. Ist auch egal, goldene Henne, soll man holen. Gucken wir mal. Wo war denn der nochmal? War das hier? Ah, das war der Wald, der Bösartige. Da müssen wir auch noch irgendwann rein. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das werden wir schon hinkriegen. Und jetzt müssen wir hier irgendwie. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Frau Oger sieht dich. Du solltest lieber laufen, bevor es dich zum Essen gibt. Okay, da hat sie irgendwas fallen gelassen. Ich weiß nicht genau, wie wir jetzt dahin kommen, ehrlich gesagt. Können wir uns hinter dem Haus verstecken? Nein. Gibt es da irgendwas, wo wir uns verstecken können? Okay, wenn ich noch weiter hier in diese Richtung gehe. Hätte ich, hätt ich mir denken können. Okay, ich speichere mal ganz kurz goldene Henne. <laughs> Wie kommen wir denn da jetzt? Hier sieht er mich ja nicht, ne? Oh, falsch gedacht. Wie komme ich denn da jetzt in die Bude rein? Da der die, die Krähe ist, glaube ich, tatsächlich. Die Krähe ist tatsächlich von Lolotte so ein Spionageding, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, wie komme ich denn jetzt da in die Bude rein? Der sieht uns ja immer. Hier einmal ja, weit. Aber ah, klar. Knock. Oh. Ah, neugierig klopfst du an die Tür. Nur eine Minute, bin gleich da, schreit eine laute Frau mit einem Huch. Mit einem Rucke öffnet sich die Tür und dahinter steht... Oh nein, Frau Oga! Oh. Ah, Rosella, es sieht so aus, als würdest du das junge Rehkitz äh, joinen, als würdest du dich zum jungen Rehkitz gesellen in dem Eintopf heute Abend. Hilfe! Das hat ja nicht so gut geklappt. So. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie soll man denn da jetzt reinkommen? Die ist immer da. Wir müssen die Henne irgendwie da rausholen. Das Haus ist das Objekt unserer Begierde. Der kommt auch direkt zu uns gelatscht, ne? Da gibt's kein Vertun. Ich dachte, der kommt vielleicht irgendwie nach Hause oder so. Hm, 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 äh, vielleicht können wir durchs, durchs Fenster gucken oder so. Hallo, da. Vielleicht können wir mal durchs Fenster gucken. Vielleicht, aber einsteigen können wir nicht. Und naja, anklopfen ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht, vielleicht können wir mal die Tür öffnen. Da war natürlich ein Hund. Was wir mit dem machen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. So. ähm... Hm, 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 hm. Äh, look through window. Ah, okay, es gibt da, äh, du kannst keine Details ausmachen. Können wir vielleicht dann hier irgendwie die Tür öffnen? Einfach so. Ob das eine gute Idee ist, glaube ich nicht. Äh, listen door, geht das? Okay, Open Door. Oh, eine sehr unfreundliche Bulldogger rennt dir entgegen. Was? Was? Mit einem Haps? Rülps! Ne. Du warst nicht schnell genug, Rosella. Du wirst, du warst nichts weiter als einmal ein Häppchen, ein kleines Häppchen für den großen Hund. Okay, wir brauchen irgendwas für den großen Hund. Was gibt man Hunden Fleisch oder Knochen? Wo kriegen wir Knochen her? Aus das Schloss? Theoretisch da waren ja Knochen, also waren Menschenknochen. Ich weiß nicht genau. Es gibt ja eine Friedhof. Das sind ja auch Menschenknochen. Wo kriegen wir denn. Mm, mm, wo kriegen wir denn Knochen her? Das Einzige, was mir einfällt, ist tatsächlich der Friedhof. Aber auf dem Friedhof sind Menschenknochen. Und ob man die jetzt. Ich bin da unschlüssig. Ob man als Menschenknochen einsammelt. Dann der, aber ganz ehrlich, wir haben ja schon das Einhorn verraten. Was kann die Rosale da jetzt noch schlimmer machen? Ne, wollen wir mal festhalten gerade. Wir brauchen also. Wir brauchen also irgendwoher Knochen. Oh, noch eine Sache wollte ich austesten. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, denn ähm, ich habe ja inzwischen Folge 1 bis 5 habe ich ja geschnitten. Inzwischen, das hier ist eine neue Aufnahme. Und da habe ich das Intro. Die Intros verton ich ja immer nach, ne? also bei Hearts 3 habe ich es gemacht, bei Hearts 4 habe ich es gemacht. Die sind dann nachvertont, damit die, damit die Sprache auch mal an die richtige Stelle passt oder damit da mal so ein Echo auf dem spiegelsprache ist, Blablabla, bla bla. So kleine Feinheiten, die eigentlich nicht auffallen weiter. Ähm, aber die macht man halt gerne. Und dabei ist mir noch aufgefallen eine wichtige Stelle, die ich ehrlich gesagt schon wieder völlig vergessen hatte. Das ist nämlich dieser magische Baum, den, wir, den müssen wir ja auch noch suchen. Ne? Die, die Genesta führt uns da ja, glaube ich, gar nicht hin. Sondern der magische Baum ist im Osten hinter den Bergen. Also entweder müssen wir dabei Lolotte langen, wobei die ja im Westen wohnen von den Bergen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Knochen aus dem Friedhof kriegen. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Im Haus sind wahrscheinlich keine in der Kinderkrippe vielleicht. Als wäre ja unmenschlich. Hm. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Ich glaube aber auch nicht, dass wir hier irgendwie was kriegen. Wir haben ja eh keine, wir haben noch gar keine Schaufel oder irgendwas. Du hast nichts zum graben. Da hinten sind die bösen Bäume. Vielleicht müssen wir durch die Krypta. Ich weiß es nicht. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Schlüssel für die Krypta. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und irgendwoher brauchen wir die überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die kriegen wir später. Ich glaube, wir brauchen später noch eine Schaufel. Ich weiß aber ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo wir die herkriegen. Ähm, look, mal around. You see beautiful waterfall cascading down the mountain into the deep blue pool. From the pool, a river curves westward around your dense forest closes in. Okay. Ich glaube, wir müssen durch die Krypta. Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammte Axt, ich weiß es einfach nicht mehr. Es ist schon so viele Jahre her, dass ich es einfach gar nicht mehr weiß. Und das Schlimme ist, wir dürfen uns auch nicht allzu viel Zeit lassen, tatsächlich, weil der Vater liegt ja wirklich im Sterben. Ne? Das heißt, bei Kingsfest 3 lief der offensichtliche Timer mit, bei Kingsfest 4 läuft ein sehr unoffensichtlicher Timer mit, sodass man nicht genau weiß, man kann auch nicht gucken. Kann man hier irgendwo gucken, wie viel Zeit man schon verbraten hat? Ich glaube nicht. Help. mhm, mhm. mhm. Klick also Top Screen Aha, Dialog Windows das ist natürlich alles ganz spannend ähm ich weiß es gar nicht mehr ich weiß es gar nicht mehr also entweder wir brauchen einen Schlüssel für die Krypta wir brauchen einen Schlüssel für die Krypta oder ich hätte jetzt gern, ehrlich gesagt, von Alexander hätte ich jetzt gern die Zaubersprüche, warum hat sie die nicht mitgenommen, als sie los ist? Der Alexander kam ja immer noch, also der Gwydion, kam ja immer noch frisch aus dem Land von Ludor und da hat er noch Zauberbuch und alles mitgehabt. Hätte sie die Zaubersprüche mitgenommen, hätten wir uns in Adler verwandelt, wäre er rüber geflogen, wäre alles schön gewesen. Wobei die Goons hätten einen, die Henchmen hätten einen wahrscheinlich trotzdem gefangen. Fishing pole, silver whistle, glass bottle, silver flute, Okay, hier wollte ich noch eine Sache probieren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil ich glaube die Frau guckt nämlich trotzdem in die andere Richtung. Das Weiß in den Augen ist ja, ist ja, ne? Hier das Weiß in den Augen halt. Look at painting. Und da war so eine Sache. Interesting portrait. You gaze notice that her eyes seem to stay at the left wall of the parlor. Und ich dachte, die achtet aufs Bücherregal, auf der rechten Seite von uns aus gesehen. Aber ich glaube... Vielleicht hier? War das sowas? A little ledge, open ledge. Um, use ledge. Look at ledge. You could try flipping. Okay, flip ledge. You've discovered a secret a secret door. You wills me doch verarschen. Okay. Ich wollte, ehrlich gesagt, wollte ich, ich, ich dachte, wir finden hier den krypta -Schlüssel. Jetzt finden wir eine Schaufel hier. Schön. Okay, wir haben eine goldene Schaufel. Äh, eine goldene, wir haben einfach eine Schaufel. Das ist ganz toll. Ich dachte, ehrlich gesagt, wir finden hier so einen Geheimraum, wo der krypta ist oder sowas. Also Geheimraum habe ich schon gehofft. Ne, das, äh, ich wusste nicht, dass es jetzt so einfach geht. Ähm, aber ich habe gehofft, wir finden jetzt einen krypta mit dem wir dann quasi durch den Berg kommen oder irgendwie sowas. Oder dann zumindest in der Krypta Knochen kriegen. Aber vielleicht können wir damit ja, oh Gott, hier hoch. Ist natürlich auch eine gute Idee. Ähm. Oh Gott. Goldene Henne. Ähm, Treppe. Michael Wendler Treppe. Treppe. Na gut, jetzt habe ich Treppe geschrieben. Oh. Oh, sogar mit Blut. Ich glaube, da kam gerade Blut raus. Bin mir nicht sicher. So, dann gehen wir die Treppe, die Treppe mal hoch. So. Hier gibt es sogar ein bisschen Geländer. Äh, oh gott wie soll ich denn da äh, hallo ah okay so geht das ach du scheiße ähm oh gott wie soll man denn das also wie soll man denn das koordinieren man sieht die füße nicht mal man sieht die treppe nicht mal Das ist richtig. Das ist die beschissenste Treppe, die ich jemals in einem Sierra-Game gesehen habe. Ähm, okay. Da willst du mich doch verarschen. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Ähm, okay. Look around. atound. Lo Hallo, look around. Ähm, um, dass die old pipe organ sits in the center of the tower room. Play organ. Achso, sit. Would be better to move to the inside of the. Uh, oh, Entschuldigung, liebes 3D-Spiel. So, setzen. Play organ. Gemeinde. Was für ein Virtuose du bist, Rosella. Okay, stand. Das ist ganz toll, vielleicht werden wir das später nochmal brauchen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und dafür jetzt hier hochzukommen war nicht unbedingt die größte Idee. Jetzt müssen wir vor allem wieder runterkommen. Ähm, ja, Michael-Wender-Treppe. Hallo? Das ist furchtbar hier. Äh, so. Ich habe das Gefühl, wir müssen da später nochmal hoch. Ah, hinten klopfen wir einfach gegen die Wand. Okay, da können wir, also gegen die Wand sind wir safe. Das ist schon mal viel wert, weil normalerweise. <laughs> Wie es auch noch fett weggejumpt ist. Toll, danke, Rosella. Das äh, war eine schöne Einlage. Das war sehr schön. Warum, warum tust du das, Mädchen? War, warum tust du uns das an? So, dann gehen wir mal ganz kurz hier einfach mittig. Oh Gott. So, das sollte gehen. Ich hoffe, hier von hier aus sollte ihr eigentlich nichts mehr passieren, wenn sie herunterfällt dann. Ja, da ist sie aber ein bisschen weggestolpert, das war's aber auch. Okay, dann haben wir im Turm waren wir jetzt also auch, das ist sehr schön, das haben wir mal gemacht. Was es gebracht hat, ich glaube irgendwie nicht so viel, wenn ich mal ehrlich bin. Ähm ja. Hat sich, glaube ich, nichts geändert. Wir haben eine Schaufel. So, das ist schon mal viel wert. Was wir mit der Schaufel machen, weiß ich jetzt allerdings noch nicht genau. Okay, wenn wir jetzt aber so ein. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt gern gesehen ist, wenn man jetzt einfach random irgendwelche Gräber oder so, ne? Ich mache wieder goldene Helle, äh, Henne. You don't know what to dig for yet. Du weißt noch nicht, wo, wonach du graben sollst. Dig Grave. Okay, du weißt noch nicht, wonach du graben sollst. Wir haben keinen Schlüssel. Dick for key. Not here. Mess. Dick for freedom. Dick vor äh, Fruit. Ah, okay, das ist einfach nur random. Okay, das ist einfach nur random. Mm. Hm.